Ich hab einen. Ja. Oh. 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 Da sind sie, die Streber. Sind schon vorm Frühstück unten und warten auf das Frühstück. Machen Stress. Was ist los, ihr Streber? Leute, ich muss euch mal was sagen. Der Wetterbericht hat uns angelogen. Es wurde Sonne angesagt und jetzt ist hier überall Regen über Regen. Okay, keiner lacht mehr über meine Witze. Leute, wir sind hier nämlich am Regen. Regen ist ein Fluss in Bayern, wenn ihr im Erdkundeunterricht aufgepasst habt. Wir wurden nämlich eingeladen vom Landhotel Schwalmhof in Kamerau, fast in der Nähe von der tschechischen Grenze. Und was wir hier machen, das erfahrt ihr gleich. Guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Was sagst du zu dem Wetter? Ist okay. Das ist richtig scheiße. Ich habe ja vorhin schon erzählt, uns wurde Sonne versprochen und hier ist überall nur Regen. Und eine kleine Warze. Wie einfach meine Witze hier ignoriert werden. Sorry, ich habe dir nicht zugehört. Ich war so fasziniert. Das habe ich genau gemerkt. Ich bin der König der Welt. Leute, das ist voll geil. Du kannst aus Wasser gucken und siehst, was abgeht. Das ist ziemlich geil. So, ich werde noch weitere Regenwitze machen. Mal sehen, ob ein einziger den auch schnallt. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Richtig. Und mein Computer ist noch in der Bahn. Oh Gott, scheiße. Ich brauche ja meinen Computer. Das ist ja mein ganzes Arbeitszeug drauf. Das ist ein Albtraum für dich. Weißt du, wie mein Albtraum war? Ich stand unter einem großen Staudamm und auf einmal ist der Damm gerissen und ich wurde weggespült. Der sogenannte Dammriss. Wir haben übrigens die nette Mutti vom Harald, ist das richtig? Ja. Ja. Ich fand es voll gut, wie du eben gerade versucht hast, so abzuchecken. Mit ihr? Es ist halt ein bisschen. Mit so 80-jährigen Leuten kommt das immer gut. Steven und Peter, wer dann da guidet. 50? Jawohl. Ich bin nicht gut im Schatten. Wir haben heute Morgen schon einen Fischotter gesehen, der sich einen Döbel zum Frühstück reingezogen hat. Nein, wir haben hier Konkurrenz, Leute. An unserem Spot. Okay, wie werden wir ihn los? Simon. Die Frage ist eher, hat er dazu Schale Meerrettich verwendet? Kommt dann immer noch eine Palette Meerrettich zu dir nach Hause geliefert? Ja, muss mich mal wieder melden, vielleicht kriege ich dann was. Simon, du hast dich aber verändert. Na, kriegst du aber. Du hattest mal schwarze Locken. Ja. Und jetzt hast du sie glätten lassen und blond gefärbt. Pass auf, Victor. Ja. Ja? Ja, ist der nicht von Guns N' Roses? Ja, Bulle hat früher eine Karriere bei Guns N' Roses gehabt. Der Typ ist doch von Virus. Hat er mal früher so eine Band gehabt oder sowas? Ja, Schulband. Ja, wirklich? Ja, er hat aber nur die Tanzperformance dazu gemacht. Ach so, ich dachte, das ist dein Job als Waldorfschüler. Tja, so sind wir zueinander gekommen. Ein anonymen Tanztreffen Berlin. Bulle wollte auch wissen, wie man seinen Namen tanzt. Was ist fies war, dass man in seiner Abwesenheit einfach hier so privat... Ey, Bulle, ich hab's nicht rausgeholt, die Jungs haben's rausgeholt. Tut mir leid, ich hab versucht, dich zu verteidigen. Wie ein Kätzchen habe ich gekämpft. Genau. Wie ein frisch geborenes. Simon, her damit! Na gut. So, Leute, wir sind gerade aus dem Angel angekommen. Hier haben wir übrigens Harald. Harald ist quasi unser Herbergsfati, kann man das so sagen? Ja, genau. Und was haben wir uns gekauft? Zeig doch mal. Nur mal ein kleines Unboxing jetzt. Also, was so ein Fliegenfischer halt braucht, ja? Bibis Beauty Palace. Ich war heute in DM und hab mir so ein paar geile Posen gekauft für 3,80 Mark. Und feinen Maden. Und lecker Würmchen. Rotwürmer und was noch? Ich auch. Hier, wer weiß, was das ist? Liebes für ganz kleine Löcher. Alter, muss ich alles wegpiepsen. Bienenmaden? Bienenmaden. Wir gehen unter die Imker. Richtig. Und was wir damit machen, das seht ihr gleich am Wasser. Simon, bist du bereit? Ja, Leute, war voll nett. Ey, da haben wir extra hier so einen Maibaum für mich aufgestellt, um mir viel Glück zu wünschen in Bayern. Das finde ich aber nett. Danke. Halt, stopp, Leute, wir sind noch nicht am Wasser. Aber ihr werdet instant herausfinden, was wir denn jetzt hier noch machen. Ihr seht es vielleicht schon. Richtig. Kein Frühstücksfleisch, aber Jagdwurst. Und vielleicht habt ihr jetzt davon vielleicht mal eine kleine Idee, was wir hier gleich machen werden. Hast du denn ein Jagdwurst-Fliegen-Imitat dabei? Ja. Das sieht gut aus. Aber ich als Umweltschützer bin gegen diese Dose, weil da sehe ich gerade eine Glasflasche zum Verschrauben sogar. Das schau her. Übrigens ja? Ist das ohne Delfinnetze. Beim Maiskauf immer Augen auf. Cocktailkirschner. Wirklich? Man macht die erst besoffen. Genau. Und dann beißen die besser. Ich finde sowieso geil an diesem ganzen Plumpsangeln, Simon. Ja. Dass man alle Köder, die man jetzt hier kauft, dass man die auch selber aufessen kann, wenn es zu langweilig ist. Das nennt man bei uns Elefantenrotzpopel. Elefantenrotzpopel. Okay, Leute, also wir ziehen hier alle Register. Also die ganze Kaufhalle wird hier verwendet zum Angeln heute.
Kaufhalle. Übrigens, gestern habe ich ein ganzes Glas Nutella gegessen. Aber mit Möhrchen fängt man eigentlich sonst nur Dorsch. Ich bin zurzeit auf Fasten. Das heißt, damit stopfst du dir alle Löcher zu, damit nichts reingeht? Oh. Mit dem Auto, komm. Dafür musst du zahlen. Aber passen Sie auf, der rennt mal oft weg mit den Sachen von älteren Leuten. Simon, hier ist noch Bindematerial. Leute, der schläft nur. Wir müssen ganz leise sein, wir müssen jetzt anschleichen, weil das Gewässer ist sehr klein hier. Ist ungefähr so 20 cm breit und die ganzen Fliegenfischer schleichen sich schon an und gucken, ob sie einen Fisch sehen. Wenn man zu dicht rangeht an solche kleinen Gräben, dann kann man die Fische auch ganz schnell spooken. Nein Leute, es war natürlich Spaß. Das ist nicht das Gewässer, es ist nur ein kleiner Bach, der jetzt in das Gewässer fließt, wo wir angeln werden. Unter anderem, ich glaube, hier fließen die beiden Regen, der schwarze und der weiße, irgendwo zusammen. Und obwohl die Sonne scheint, Leute, ja? Den Witz verstanden? Und wenn ihr denkt, dass wir in Bayern hier auf Forellen wieder angeln, wie sonst auch immer, dann irrt ihr euch. Auf Forellen, klar, aber hauptsächlich auf sehr große Döbel und Hecht, Barsch. Hecht, den Karpfen gibt es hier drin. Wie nennt man diese Strecke hier? Wenn man das Lehrbuch aufschlägt, sind wir hier genau auf dem Strich zwischen der Eschen und Babenregion. Also wir sind ja hier auf dem Strich. Die beiden Jungs werden mit Fliege angeln, ich auch. Das habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall zu machen, aber der Fluss ist für mich ein bisschen zu groß, da braucht man schon Skills. Das heißt, ich werde jetzt mir auf jeden Fall eine Pose... Wurm gegen Wurm. Wurm gegen Wurm. Lifebait gegen Kunstköder. Ist das erlaubt hier? Ja. Schön. Meinst du, damit geht was dabei? Mit einem Faden? Ja, so natürlich wie möglich. Okay. Das war jetzt die ganz falsche Antwort. Klar, das ist der Killer. Die Fische haben ja einen sämtlichen Geruchssinn verloren. Alle Katastrophen und Tornados. Ja, jetzt schaut mal, wie schön das aussieht. Wir haben noch einen vierten mit, der ist aber Norweger, der versteht unsere Sprache nicht. Deswegen den stellen wir euch nachher nochmal vor. So Leute, hier haben wir den Norweger, der versteht uns leider nicht, der spricht nämlich nur Norwegisch. Utze Klötze ohne Klötze, Mlübze, Mutze, Ömme. Hallo. So, du weißt aber schon, dass hier so auf der Wiese nichts beißt. Das beißt hier nichts. Hier gibt's doch ja keine Fische. Ich sag dir, früher, da war hier was drin. Da haben wir noch richtig gefangen. Heutzutage musst du echt gucken, wo du bleibst. Hast du überhaupt noch einen Wurm dran? Ich weiß nicht, du wurde abgefressen. Genau. Leute, wisst ihr was? Was ich mir mitgebracht habe, extra für hier? Ich zeig's euch mal. Eine Regenjacke. Oh, das ist die vom Dance-Video, ist die. Falls ihr es noch meine Regenwitze kommen hier nicht an. Ich verstehe gar nicht warum. Falls ihr es noch nicht wusstet, das sind TikTok neue Sponsoren. Gibt's die überhaupt noch? Karstadt heißt jetzt Erti. Ja. Und Deutsche Bahn ist jetzt nicht wirklich ein Sponsor, weil die kommen immer zu spät, mit denen fahre ich eigentlich nie. Es sei denn, die schicken mir jetzt irgendwie eine Jahreskarte zu. Okay Leute, alles ist aufgebaut, fertig zur Abreise. Das ist dein Depp? Naja, muss noch mal ein bisschen üben. Ja, gar nicht so verkehrt. Also, hast du verstanden, was er gesagt hat? Seit wann sprichst du Norwegisch? Öre, Möre, Snöre, Knöre. Aber Schwedisch. Okay, dann. Das war Norwegisch. Okay, also wir haben uns aufgeteilt in gutes Team und genau. Schlechtes Team. So wie wir es immer machen. Und deswegen sind Viktor und ich zusammen unterwegs. Richtig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer ist, obwohl es natürlich klar ist. Wir gehen jetzt zu dem Spot, wo wir megamäßig viele Döbel gesehen haben. Jo, und auch richtig dicke. Und da du der Guide bist und ich der Schüler, zwar auf dem gleichen Niveau jetzt, was die Skills angeht. Ja, genau, deswegen darfst du den ersten Wurf machen. Richtig. Aber ich fange an den Fisch. Also wenn ich den ersten Wurf mache, fange ich auch den Fisch. Okay. Ja, das ist ja quasi miteinander verknüpft. Kommt gleich die dritte, mich erschrecken. Ja, Simon ist wirklich ein Künstler bei sowas, der hat mich auch gestern sowas von eingerenkt. So ein Guiding bei Flyris hat halt echt seine Vorteile. Ole, wie heißt du nochmal? Bist du Ole oder Simon? Hab ich vergessen. Und dann will ich Sole. Sole macht mir gerade eine Trockenfliege ran. Es gibt den Typen, der für den Massagebereich zuständig ist und dann gibt es noch den Typen, der zuständig ist für Fliegenauswahl und Anbinden. Genau, wir haben nämlich schon welche gesehen, mehrere, die stehen da und haben auch schon genommen von der Oberfläche. Soll ich dir einmal ganz kurz zeigen, wie es geht? Nein, ich weiß, wie es geht. Her damit. Finger weg von meiner Route. So, wo sind sie da vorne? Du musst schön an die Strömungstante. So, und jetzt verpiss dich.
Aber er hätte ihn schon sehen können. Er hätte ihn sehen können. Und, aber der nimmt auch nicht alles. Der guckt sich, jetzt hat er wieder was genommen. Als ob der so klug ist. Nicht so weit oberhalb ablegen, sonst ist seine Drift so lang und dann fängt er immer schon an zu draggen. Ich wollte ihn genau so ablegen, dass er genau vor dem Mund stehen bleibt. Weißt? Jetzt direkt da. Na? Er guckt, er guckt, er guckt, er guckt, er guckt. Anni, bitte! Hast du es nicht gesehen? Du hast gesagt, warten! Ja, aber doch nicht so lange! God Save the Queen ist ein bisschen länger als das, was ich gemacht habe. Das stimmt. Also bitte euch, ja? Also schiebt es mir nicht in die Schuhe. Da war noch ein kleiner Schnurrbunk drin und dann hat es einfach nicht mehr gereicht. Ist ein Hecht direkt am Ufer und der raubt die ganz, ganz kleinen Fische, ey, die so am Ufer stehen. Die ganze Zeit klatscht das hier. Ich bin jetzt mal auf die andere Seite gegangen. Das ist wie so eine kleine Insel hier, so eine Landzunge. Hier ist so ein Altarm. Von da kommt die Strömung, strömt dann hier vorbei und macht hier quasi so eine Kurve. Und hier ist so ein kleiner Stein und dahinter gibt es so eine Strömungskante. Und da haben wir dicke Döbel gesehen. Ja, direkt wieder, hast du gesehen? Jawohl. Leute, ich mache hier was für euch, wa? Leute, also, ich werfe hier Brot rein, einfach damit die lokalisieren können, wo die Fische stehen. Und es hat instant geklappt. Direkt hier hinterm Stein steht einer. Quasi wie ein Echolot über Wasser. Man guckt halt, wo die Fische sind und dann schmeißt man sie halt an. Und tiest die natürlich auch gleich ein bisschen an. Dahin war auch einer, habt ihr gesehen? Man, ihr müsst auch mal aufs Wasser gucken, Leute. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich habe mich schon hingesetzt, hau die hier raus, lass die mit der Strömung, mach fest. Das ist ein bisschen wie Ansitzangeln, aber kein richtiges Ansitzangeln. Ja. Yes, Alter. Ein guter. Jawohl. Alter, macht richtig Druck, ey. Junge. Boah. Schönes Ding. Schöner Klopfer. Alter, fettes Teil. Fettes Teil. Der schwimmt. Hey, schwimmt in meine Richtung. Oh Gott. Wow. Monster, ey. Yes. Leute, mega Teil, ey. Seid ihr stolz auf mich? Ja. Yeah! Yes. Jawoll. Yippie. Also das macht so einen Spaß, das ist ja unglaublich. Also so viele Döbel auf einmal. Come on. Echt schön. Und der nächste. Leute, das ist einfach der Wahnsinn. Also so viele Döbel auf einmal habe ich echt noch nie gefangen. Also ist echt der Wahnsinn, wie geil dieses Frühstücksfleisch funktioniert. An der richtigen Bank, würde ich sagen. Yes. Wow. Jawohl. Und Simon, willst du auch mal? Nee. Willst du was niemals in die Hand nehmen? Ernsthaft nicht. Bin ich mir doch zu fein für. Kannst du nicht auch? Die anderen beiden haben es schon gemacht. Ich sag nur, wer fängt, hat recht. Jetzt, wo du auf Diät bist. Kannst du mal schnell die Kamera ausholen? Aber da brauche ich einen großen Haken, der sagt, du suchst die Riechen runter. Dein Ernst? Jawohl. Ich wollte dich gerade auslachen, dass du einen Hänger hast. Ein kleiner Mini, aber immerhin. Zweiter Fisch. Schau mal, da kommt der Hecht, da kommt der Hecht, da kommt der Hecht. Ja? Ja, da ist genau mein Fisch. Da, siehst du? Nee. Ach doch, da ist er weggeschwommen, da ist er. Jawoll. Zeig mal nochmal in die Kamera. Oh nein, ist nicht dein Ernst. Oh. Nein, verloren, ist mir aus der Hand gerutscht. Naja. Die Norweger, das müssen sie noch üben, wa? Ole ist ihm aus der Hand gerutscht. Ja. Was für ein Amateur, wa? Das würde uns nicht passieren. Sie
Simon tut jetzt so, als ob er sich hier gesund ernährt. Ich muss fasten, ich bin zu dick. Fasten ist aber gar nichts essen. Fasten geht so. Genau. Eine Scheibe Gurke und eine halbe Olive. Und die noch nicht mal essen, sondern einfach liegen lassen. Nur angucken. Angucken und riechen. Was hast du alles gegessen schon? Lammlachse, Schweinebrust, Bratenpfanne mit Ente, Lamm und Rind. War das norwegisch? Norwegisch war es. Sächsisch, ne? Spaß. Ja. Weißwursttopf. Was ist denn da drin? Salami nicht. Ja, ich würde ja gerne anfangen. Ich bin der Erste und Einzige beim Frühstück. Harald, was ist mit den anderen Partnern los? Schrei die mal. Was sind das für Angler, ey? Dass die immer so lange schlafen müssen. Wir wollen doch schon fischen. Leute, die Weißwürste werden kalt. Simon. Leute, was ist hier los? Die Weißwürste werden kalt. Leute, ich habe so schön gedreht heute früh. Ich bin mit Warthose und Ruten aufgebaut in die Tankstelle und Kaffee geholt. Und Sven hat die Leute gefilmt, wie sie mich angeguckt haben. Aha. Aber es hat auch ein bisschen was Fallisches, aus oder? Aus der Haut rauslutschen. Simon, greif zu. Nein, zieh dir nicht für dann. Simon ist nämlich auf Diät, Leute. Also für mich hättest du ruhig noch ein bisschen krosser gekonnt. So, Leute. Heute machen wir Entenangeln. Ihr seht schon, kommen wir alle angerannt. Die haben das Rascheln schon gehört. Die wissen nicht ganz genau, was das bedeutet. Leute, bitte. Ich bitte euch. Leute, ich habe Angst. Das ist zu viel. Das ist ja eine richtige Invasion hier. Simon, sprich doch mal mit ihnen. Du kannst doch die Sprache. Simon hat natürlich jetzt nur einen Gedanken. Wie komme ich an diese Federn von diesen Enten ran? Vom Entenarsch? Verpisst euch schon mal, ihr seid so laut hier. Also, Leute. Ey, drei Stätze! Hast du nicht mal einen Stein da, Simon? Ach, ich weiß, wie ich sie wegkriege. Ihr seid ja dämlich. Okay, also, Döbel angeln, das können wir ja auch zu Hause. Da habt ihr recht, wir haben tatsächlich auch so kleine Döbelflüsse bei uns um die Ecke. Allerdings nicht in dieser Masse und nicht in dieser Größe. Das heißt, hier am Regen gibt es einfach so unheimlich große Döbel, dass es quasi hier eigentlich viel, viel geiler ist und man wahrscheinlich mehr Erfolg hat auf Döbel als bei uns um die Ecke. Deswegen haben wir den Aufwand auch in Kauf genommen und sind hier nach Bayern gedüst. Ihr natürlich mit Kunstfliegen. Wenn es nicht klappt, könnt ihr gerne was von meinem Brötchen abhaben. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Köder ihr anfangen wollen würdet. Ich werde mir wahrscheinlich als erstes mal so ein Stückchen Jagdwurst dran machen. So, Würfelchen. Hast du einen? Oli Poli hat einen. Oh, ein schönes Teil. Yippie, Alter. Auf was hast du denn gefangen? Trockenfliege. Du kleiner Sack, Alter. Schön. Gutes Teil. Dann nehmen wir noch eine. Der hat gerade geguckt. Ja, hier sind mehrere, die hier lang ziehen. Da hinten ist richtig tief. Ach, wie geil. Ziehen sie an der Strömungskante da lang. Alter. Wow. Okay, aber schrei nicht so laut. Nicht, dass die anderen kommen und es hören. Okay. Geil, Mann. Wie geil. Also ich mache mir einen Aufwand, habe jetzt 5000 Köder geholt. Ich hatte schon so ein, zwei kleine, aber der ist ungefähr doppelt so groß wie die vorher. Geil. Das ist ein Monster-Döbel. Könnte ziemlich sicher der dickste Döbel auf Trockenfliege sein, den ich je gefangen habe. Ernsthaft, ja? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Geil. Super gemacht. So. Ich möchte, kannst du mir bitte genau die gleiche Trockenfliege ranbasteln, die du hast? Alter, geiler Spot hier. Ein großer Fisch neben dem anderen. Ich hatte vorher schon zwei Ablehnungen. Ablehnungen? Dritte, ja, genau. Und der dritte Fisch hat sich dann doch dafür entschieden. Wie auf dem Amt, Leute. Ja, genau. Kommt so Steppelbub abgelehnt. Sehr deutsch korrekte Fische hier. Nehmen nur nach Amtsvorgabe. Okay. Abgelehnt. Abgelehnt und SEK-los geschickt. Oh Gott, die haben richtige Füße. Das dürfen wir nicht Simon zeigen, der bricht sofort in Tränen aus. Sieht ja aus wie eine Made. Das ist ja auch eine Made, aber eine Bienenmade. Wenn man raufdrückt, kommt hinten Wachs raus. Und Honig auf der anderen Seite. Vorne Honig, die kotzen Honig und scheißen Wachs. Genau. Weißt du, was wir mit dem Rest machen, Ole? Die brüten wir einfach aus, weil Bienen sind ja bedroht. Da setzen wir einfach dann Simon rauf. Simon ist quasi die Henne von den Bienchen. Ja. Der frisst hier richtig geil. Der frisst sogar auch noch? Geiler Fisch. Geh mal an mir vorbei. Ja. Der frisst Trockenfliegen. Der hat gerade wieder hochgekommen. Und geh mal weiter. Ich sag dir, wo du hin sollst.
Leute, ist das spannend. Ola hat ein richtig fettes Schwein gesehen. Okay, instruct me, Instructor. Ist er noch da? Er guckt jetzt gerade in deine Richtung. Okay, ich musste kurz stoppen, er hat in meine Richtung geguckt, ist hier richtig wie anpirschen. Und wenn er sich in meine Richtung dreht und mich sieht, wie ich hier lang watschel, dann haut er natürlich ab. Ja? Okay. Kennst du das Spiel Doktorfange? Dass man immer rennen muss und wenn einer Stopp sagt, darf sich keiner mehr bewegen? So ähnlich ist das hier. Vielleicht wartet er, dass ich ein paar Brötchen hinschmeiße. So, wir pirschen uns hier an. Ola hat schon wieder einen fetten Döbel gesehen. Das ist echt geil. Schöner Wurf, Victor. Ja, der war wirklich geil. Leute, ihr seht schon, hier ist alles zugewachsen mit Bäumen. Da muss Victor ein bisschen improvisieren. Hat sich so eine kleine Lücke gesucht, durch die er durchschlänzen kann. Alter, ein Hecht schon wieder? Meter. Kommt in deine Richtung. Meter Hecht? Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Ah, ja. Ha. Ach was. Ja. Yippie! Auch ein geiler Döbel. Yippie! Yes, Mann. Yes. Alter. Geil, Victor. Alter, dickes Teil. Was hattest du gerade gesagt? Lass mal weitergehen. Mal weiter, die Scheiße, die fressen dich. Und genau dann hat er den genommen. Nice. Arland? Du als Fischbiologe musst sagen, was das ist. Ich bin nicht der Fischbiologe. Simon ist der Fischbiologe. Döbel, oder? Nee, Kopf viel zu klein. Und oberständiges. Oh ja, Maul. Stimmt. Hast recht. Ja, Nase. Es könnte eine Nase sein, aber dafür ist die Nase zu klein. Ja. Leute, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Auf jeden Fall ist es ein geiles Viech und hat ordentlich gekämpft. Ja. Und nicht abstürzen, oder? Ich gebe mein Bestes. Wäre einfach schade um die Kamera. Ja, ich weiß. Ja, wunderschön. Abgefahrenes Maul. Was ist das, ey? Wahnsinn, ne? Ole! Hey, Glückwunsch! Ich will ja sagen, dass meiner ein Zentimeter größer war als deiner. Ach, natürlich nicht. Nee? Leute, schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, ja, genau. Wohl. Wir vertrauen den Leuten. Deiner war ein bisschen größer, allerdings war meiner eine andere Art, die normalerweise nur so groß wird. Und damit würde ich sagen, ist er besser. Weltrekord. Viel schwieriger zu fangen. Mal wieder Weltrekord. Richtig. Kannst du noch ein bisschen schöner? Eines Fliegenfischers angemessen. Ablegen. Sehr gut, schöner Wurf, Ole. Und verbesserst dich von Wurf zu Wurf. Der nächste, Leute. Ein Döbel nach dem nächsten. Hast du mal wieder einen weggedöbelt? Richtig. Nicht schlecht. Nice, oder? Ich meine, es war jetzt so ein Köderfisch für unsere Verhältnisse. Ja, aber. Aber die da drüben würden sich schon darüber freuen, auf jeden Fall. Genau, besser als nichts, oder? Okay, alles klar. Knüppelmesser. Mal den Stock da. Ja, warte, hier. Gab es nicht mal so einen Song auch irgendwie so ein. Dieser Ole von Danone. Ne, da werden wir uns das heute Abend richtig schön lecker schmecken lassen. Schön paniertes Zeug. Ja, der hat schon das drauf beim Joggen auf jeden Fall. Oder meinst du Simon beim Fisch? Was hast du denn da? Du weißt es noch nicht. Jetzt bin ich auch da. Wurde ich aufgeregt. Oh, scheiße, was für eine Stimmung. Oh, ist ein schöner. Ja? Mhm. Simon, der kriegt das einfach nicht hin zu cashern, wa? Das muss er echt noch ein bisschen üben. Das ist ein bisschen gehandicapt, weil wir haben beide Casher. Aber gut, das klingt für mich trotzdem nach Ausrede. Ja. Yes, die hat ganz schön Gas gegeben, hey. Was ist denn das für einer, Simon? Forelle. Eine Forelle? Dass er sowas überhaupt erwähnt. Weiter. Wir sind zum Döbelangeln da. Zählt nicht. So Leute, in die Richtung ist Fliegenfischergewässer und in die Richtung ist normales Gewässer und ich habe für beide Strecken eine Angelkarte. Das heißt, ab hier kann ich jetzt die Pose reinschleudern. Geil. Ole ist zu den Plumpsanglern übergegangen. Also was wir jetzt machen ist, da vorne, da ist eine Brücke. Hinter dem zweiten Pfeiler von links stehen richtig viele Fische. Ja. Und da gehen wir jetzt mal rüber, ich stelle mich auf die Brücke. Und du stehst hier an die Seite und wirfst mit deiner Posen links uns hier rein, oder? Weil da ist nämlich die Fliegenfischerstrecke vorbei. Da darf nicht mehr Fliegen gefischt werden. Allerdings mit Pose und Wurm ist erlaubt. Also Fliegenfisch ist verboten. Richtig. Ein Spot-Dieb! Was ist hier los? Ole? Ich bin rüge ihn. Fassungslos. Und der hat auch noch eine Flyris-Cap auf. Unfassbar. Oh Gott. Wie, was? Jetzt hat er sie weggeschmissen. Noch schlimmer. Auf dem Boden auch noch. Ich fass es nicht. Auf dem Boden mit dir, genau, richtig.
Habt ihr überhaupt eine Angellizenz für heute? Ja, wir haben das Datum einfach geändert in der Angelkarte. Ha, ha, ha. Das ist aber schon die Fly-Only-Strecke, ja? Also wenn ihr mich fragt, Leute, sieht das nicht wie eine Fliegenroute aus, was er dort in der Hand hält. Ich bin dran! Ule, komm jetzt! Okay Leute, die Strategie ist klar. Jetzt werden die Döbel heiß gemacht, indem wir erstmal Brot reinschmeißen. Die ganzen Möwen kommen ins Wasser stoßen. Das macht die Döbel so heiß, weil die gewohnt sind, dass es dann Fressen gibt. Und dann werden wir dazwischen stoßen, wenn sie sozusagen sehr unvorsichtig sind. Wir haben uns jetzt noch ein Wehr vorgehangelt. Wir haben sich jetzt hier ein bisschen angefüttert. Und tatsächlich sind in Wurfweite die Fische gestiegen. Ich hab ihn! Piu! Ha! Jawoll! Geilo, Victor! So, jetzt, Fliegenfischer, sag bitte, dass du die Route haben möchtest. Ich würde auch mal einen Wurf machen. Auch mal einen Wurf machen? Okay. Aber da ich mich nicht auskenne mit diesen Utensilien, müsstest du mir noch mal kurz erklären, wie man das vernünftig befestigt. Ja, einmal durch, von unten. Vom Weichen ins Harte. Ja, ziehst du es einmal komplett durch, um 180 Grad drehen, um den Harten. Ach so, ja, so, und dann? Und wieder reinstechen. Das ist alles? Das ist alles. Das hätte ich ja auch alleine hingekriegt. Jeder Siebenjährige hätte es alleine hingekriegt. Ob du das alleine hingekriegt hättest? Gut, schmeiß auf. Wie weit muss ich denn werfen? Schmeiß einfach, was du dir zutraust. Wow! Leute, schreibt mal in die Kommentare, wow! Da bin ich ja mal gespannt. Okay, das war dein Wurf, jetzt bin ich wieder dran. Okay Leute, Ola hat jetzt ein paar Würfe gemacht, hat leider nicht geklappt. Ist halt auch gar nicht so einfach. Deswegen haben wir ein bisschen mehr angefüttert, dass die Möwen wieder kommen. Nice, Victor, geil! Jetzt sind wir mit der Schwimmbrotnummer irgendwie schon wieder durch und haben nochmal auf Jagdwurst gewechselt. Das war der erste Wurf, oder Victor? Scheint ja irgendwie alles zu funktionieren, was wir hier machen. Schöner Fisch, ey. So richtig fett und dick und so. Nein, das war schon ein halber Lachs, würde ich sagen. Das war schon ein halber Lachs. Hier seht ihr übrigens nochmal die Montage. Vergammeltes Frühstücksfleisch, also ein bisschen angetrocknet durch die Sonne. 4-5 Fleischrote und das war's. Hochkomplex. Ja, Freelining, ohne sämtliches Zusatzzeug. Also nicht ganz Freelining, aber so fast. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass Ole sich gar nicht so schlecht anstellt für einen Anfänger. Sieht doch ein bisschen alles so verkrampft aus. Nein! Nein, ernsthaft? Ah! Und beim Anschlagen ist er auch noch nicht so der hellste, sag ich jetzt mal. Aber er hat schon zwei Bisse gehabt, gespürt, ist ja schon mal gut. Gar nicht so einfach mit der Strömung, da muss man erstmal den Kontakt halten. Und beim dritten Mal wird er auf jeden Fall zuschlagen. Biss gehabt? Nein. Ola hat einen Biss gehabt. Zu früh angehauen natürlich. Ah ja, okay. Na gut, da vorne ist das Fleisch. Vielleicht holst du es her, musst nicht erstmal so weit laufen. Ja, gute Idee, mach ich. Ich fühle mich so schön als Instructor. Ja? Nein! Jawohl, Alter! Mann, geilo! Glück oder was? Nee, genauso wie abgesprochen. Schön gewartet und dann den Anhieb gesetzt. Oh, der sieht ja geil aus. Wow. Mensch, Ole. Zieht ihn euch rein. Mein erster Döbel auf Freelining. Freelining. Plumpsdöbel, kannst du auch sagen. Mein erster Plumpsdöbel. Nein, das ist kein Plumpsangel, Leute. Das ist richtiges Stalken, nennt man sowas. Das hat was von Fliegenfischen schon eigentlich. Man muss alles fühlen und so. Wow, perfekt. Geil. Genauso geil. Bäh. Geil, sehr schön. Ja. Von dir kann ich noch richtig was lernen, du mein Junge. Ja, klar. Ja. Hast du irgendwas anderes erwartet? Nee. Und jetzt, Leute, passt auf, was jetzt gerade passiert. Fleisch steht da. Okay. Was ist denn, was machst du denn jetzt? Ein Wurmhaken an der Fliegenrute mit Schrotblei. Aha, interessant. Okay, was kommt dann da ran jetzt? Das Spamfly? Ja. Grüße gehen raus an Karl und Alex. Was ihr hier angerichtet habt, das ist echt unfassbar. Die Leute sind so heiß auf diese Frühstücksfleischdöbel.
Also nächste Dose. Wir haben schon zwei verbraucht jetzt. Schinkenwurst diesmal. Wir sind jetzt von Jägerwurst auf Schinkenwurst gewechselt. Ey, das Zeug, Leute, ist so hart. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren habe ich mal das irgendwie beim Fischen gegessen und es war irgendwie sauer geworden. Und ich habe so krass. Er hat einen Fisch. Jawohl. Wow. Yeah. Geil. Yuppie. Nicht schlecht, du. Da kann jetzt kein Lachs mithalten, oder? Nee, hat viermal gebissen und beim fünften hat er gehangen. Beschreib deine Gefühle jetzt. Das ist schon irgendwie entwürdigend, oder? Als Fliegenfischer? Kein Kommentar. Das zeigt nur, was für gute Angler wir sind, dass wir sofort, wenn wir eine andere Route in die Hand nehmen, auch damit rocken. Mit Betonung auf sofort. Und sofort ist ins Fliegenfischer-Sprache so 3-4 Stunden ungefähr. So, guckt euch an, Leute. Sofort die Route wieder gegriffen. Schön Frühstücksfleisch drauf. Was ist nur aus dem Lachsfischer geworden, den ich kennengelernt habe? Kein Spaß. Obwohl. Simon hat einen. Oh, schöner Fisch. Simon? Ja. Oh, wie süß, macht er mit. Bam! Nice! Und siehst du schon was? Hier in der Kante da. Ja. Ein paar Fische. Das ist dick. Alter, was für ein Monster. Leute, hier steht ein richtiges Monster. Zack! Da kommt der dicke Lady. Oh! Yes! Alter, die betteln sich richtig. Alter, es geht richtig ab, ey. Was sind das hier eigentlich? Kirschen. Ja, wirf da mal eine Kirsche rein, ob die auch fressen. Komm, wir testen jetzt mal alle unsere Köder, was hier am besten funktioniert. Leute, Ködertest. Genau. 2.0. Der ultimative Ködertest. Wir haben ja alles dabei. Und jetzt schmeißen wir alles mal rein und gucken, ob sie es auffressen. Los geht's. Alter, wenn wir mit unserem Test fertig sind, dann sind die einfach schon satt und wir fangen die gar nicht mehr. Alter, Victor, das ist... 3, 4 richtig fette Schweine jetzt. Okay, Cocktailkirschen-Test. Alter, und los. Da ist sie, da ist sie, da ist sie und weg ist sie. Echt? Hat's genommen? Diese kleinen Schweinchen. Okay, nochmal. Da ist die dicke. Alter. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie und weg ist sie. Echt? Okay, also Cocktailkirsche funktioniert schon mal. Also Cocktailkirsche funktioniert, Leute. Keine Ahnung, wie wir die jetzt, wir müssen uns einen Plan machen, wie wir runterkommen. Wir gehen jetzt einfach hier mal runter und gucken mal, was geht, oder? Er will. Oh, oder auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen wackelig, oder? Wartet, ein bisschen wackeln. Hab dich mal nicht so, Mann. Okay, oder? Sieht für mich sehr stabil aus, du. Wir kommen sofort wieder hier rüber. Wir müssen uns einen anderen Plan überlegen. Wir lassen Simon runtergehen. Meinst du, den hält die Leiter besser als mich, kleines? Ja. Du schlüpfst einfach beim Wehr rein. Ja? Lässt dich runtertreiben. Das ist eine gute Idee. Okay, Leute, neuer Plan. Da in die Mitte kommen wir nicht, das funktioniert nicht. Die Leiter können wir nicht begehen, das ist irgendwie absolut unmöglich. Wir müssen irgendwie einen neuen Spot anfüttern. Die stehen jetzt alle da und wir versuchen sie jetzt peu à peu mit unseren Trickkünsten hier hin zu locken. Dann können wir nämlich von dort aus die anschmeißen mit der Pose. Ich finde, Wahnsinn. Geiler Plan. So machen wir's. Los geht's. Das ist die Brücke. Ich versuche mal einmal hinzuschmeißen. Ruhe. Okay, Victor ist jetzt unten hier. Ich stehe auf der Brücke und Victor wird die jetzt mal direkt anwerfen. Jetzt macht er gerade ein Stück neues Frühstücksfleisch dran und dann feuert er das hier mal rüber zu mir und ich sehe hoffentlich, wie ein Fisch sich das reinzieht. Victor, der Dicke ist da! Sehr gut. Leute, ich habe gerade gehört, der Dicke ist da und damit meinten sie nicht mich. 2 Meter weiter. Ah, ich glaube, ich hatte einen Biss. Ja, hat gezuckt kurz. Ja, ah, wieder genommen. Zu früh angehauen, scheiße. Ging schon in die Bremse rein. Okay, jetzt kriegen wir ihn. Ich hab einen. Ja. Yippie. Jawoll. Yippie. Yes. Oh. 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 Weißt du, was das ist? Das sieht aus wie eine Forelle. Nein. Ja, Mann, ist eine Forelle. Alter, wie nice. Wow. Alter. Wie geil. Geilo. Yippie. Alright. Unsere Brückenaktion hat funktioniert. Geil. Krass. Nice. Das sind die Forellenköder der Zukunft. Also Leute. Bam. Eine schöne Regenbogenforelle. Hier haben wir leider die Pose verloren. Beim Auswerfen ist abgerissen. Und es war jetzt einfach Freelining. Freelining mit Frühstücksfleisch, ein Fleischrot und einfach abtreiben lassen. Und Kite auf der Brücke. Kite auf der Brücke. Voll geil. Sehr geil.
Bam, du bist der beste Brückenpfeilerangler, den ich kenne. So. Dankeschön. Danke sehr. Ja. Leute, das war's mit unserem Döbelabenteuer. Schau mal hier, Frühstücksfleisch. Also Frühstücksfleisch war der Hammer, Leute. Nächstes Mal versuchen wir es mit Leberkäse. Hat super geil funktioniert, muss ich sagen. Bei euch, ihr habt ja auch etliche auf den Spiegel gefangen und auf Forellen und das ist alles, was man empfangen will. Wir wollen mal jetzt das Döbelangeln hier. Dickes Dankeschön nochmal an Schwalbenhof. Harald, ganz großartiger Typ. Und wenn ihr mal das Fliegenfischen lernen wollt, dann guckt zu uns zur Flyris. Rausschneiden. Warum rausschneiden? Das ist doch super. Und denkt dran, wenn ihr hierher kommt, vergesst nicht euren Regenmantel. Wie gesagt, Regen. Meine Witze über den Regen kommen immer noch nicht an. Aber ist okay. Tschüss. Geil, wann hast du die aufgetan? Mach doch noch mal ein bisschen Werbung für irgendwas. Quasi Schame. Was ich geil finde, dass du so einen fetten Salat reinziehst und noch mal so ein Ding. Genau.